Noreen und ich haben uns immer schon gerne an Orten aufgehalten, an denen wir viel Raum für uns hatten und Freiheit sprichwörtlich fühlen konnten. Mal war es auf Rädern, mal in der Natur. Allein damals war es schon sehr, sehr besonders, zum Beispiel für uns in einem echten Tiny House gelebt zu haben, über 4 Jahre lang. Deshalb habe ich mir heute überlegt, mich zum Arbeiten ins Tiny House zu verziehen, in das man sich übrigens auch für eine kleine, schöne Auszeit einmieten kann. Alle Infos, Fotos und Preise packe ich euch aber auch nochmal in die Videobeschreibung. Ihr findet sie aber auch nochmal auf unserer Homepage. Ich würde fast behaupten, dass ein Tiny House zum Arbeiten mindestens genauso gut geeignet ist wie zum Leben selbst, wenn nicht sogar noch ein kleines Stückchen mehr. Aber das sieht jeder anders, braucht jeder anders. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass jeder so seinen eigenen Flow und seinen eigenen Weg findet, wie er sich kreativ am besten entfalten kann. Ich bin auf jeden Fall mega happy, heute hier sein zu können und ein bisschen kreativ zu sein. Bei uns ist es jetzt so knapp 3 Jahre her, da haben Noreen und ich auf so kleinem Raum tagtäglich zusammengearbeitet und es hat sehr, sehr gut funktioniert, über 4 Jahre lang, und es hätte auch noch viel länger funktionieren können. Damals ging unsere gemeinsame Tochter schon in die Kita und unser Sohn, der so knapp ein halbes Jahr vor unserem Tiny House Auszug auf die Welt kam, ja, der war auch sehr genügsam. Also er hat uns einfach machen lassen und war ein entspanntes Kerlchen, auch heute noch. Nur bei der Muttermilch, das war so eine kleine Ausnahme, da gab es keine Widerrede, was auch absolut in Ordnung ist. Wir wurden vor einiger Zeit mal gefragt, wie wir das so empfunden haben, die Zeit. Also das Leben im Tiny House als Paar, aber auch das Arbeiten. Und ich glaube, für uns war das einfach nie wirklich ein Problem. Einfach, weil wir gerne die Zeit zusammen verbringen, weil wir gerne zusammen sind, auch 24/7, und uns nicht auf den Keks gehen. Weil wir dem jeweils anderen auch wiederum die Zeit geben, die wir brauchen. Für Calls, zum Arbeiten, für Deep Work Sessions, für Meditation, für was auch immer. Und ich glaube, das ist so eine gewisse Grundvoraussetzung, damit so eine Idee oder Lebensphase am Ende auch nicht nur harmonisieren kann, sondern auch wirklich gut funktionieren kann und auch natürlich Spaß macht. Wisst ihr, jeder ist einfach anders, jeder Mensch ist anders und das gilt es zu respektieren. Es gibt ja Paare, die können nicht 24/7 zusammen sein, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube, wenn es bei uns damals so gewesen wäre, dann hätten wir die Tiny House-Idee dennoch durchgezogen, mit dem einen feinen Unterschied, dass wir irgendwo im Tiny House einen kleinen separaten Raum eingerichtet hätten. Ist einfach nur eine Frage der Grundrissplanung, dann mit dem Architekten, mit dem Tiny House-Bauer, damit man am Ende wirklich auch so einen kleinen Raum für sich hat, in dem man sich dann zurückziehen kann, wenn einem danach ist. Heute habe ich mir bewusst ein bisschen Zeit genommen, um weiter an unserem Tiny House Ratgeber zu schreiben, damit er auch endlich bald fertig wird. Und ich möchte auch ein paar Fragen von euch beantworten, die ihr uns zukommen lassen habt. Denn vor einiger Zeit haben wir ja eine kleine Fragerunde aufgemacht auf unserem Insta-Account. Heute gibt es ein paar Antworten dazu. Und wenn ihr jetzt Fragen habt, die über das hinausgehen, schickt uns gerne eine Nachricht, schreibt uns einfach an. Wir helfen natürlich, wo es geht. Frage Nummer 1, wie teuer ist eigentlich die Umstellung eines Tiny Houses, also von der Werkstatt bis zum finalen Stellplatz? Wenn das Tiny House jetzt nicht auf Rädern gebaut ist, denn dann könnt ihr es normal als Anhänger transportieren mit einem geeigneten Zugfahrzeug, wird es mit einem Tieflader transportiert von A nach B und vor Ort wird es dann mit einem Schwerlastkran, kommt immer auf die Gegebenheiten vor Ort an, dann praktisch in die Luft gehoben und auf seinen finalen Stellplatz gestellt. Ist sehr spektakulär und die Kosten für so eine Aktion liegen aus meiner Erfahrung so zwischen 2.500 bis 3.500 Euro. Wohlgemerkt einmalig, ihr zieht ja nicht öfters damit um. Also ihr habt theoretisch die Möglichkeit, aufgrund der Konstruktion des Tiny Houses, es von A nach B wieder zu bewegen. Aber die Erfahrung zeigt, wenn man es jetzt nicht dringend nötig hat, dass man es einfach dort stehen lässt, weil es ist schon ein gewisser Aufwand, der damit verbunden ist. Und es ist auch ein fairer Preis, wenn man überlegt, wie viel Manpower man braucht, wie viel Maschinen man braucht und wie viel, ja, Fingerspitzengefühl, um das Tiny House dann wirklich ganz sanft auf seinen Stellplatz zu bewegen, ohne dass das kaputt geht. Das ist schon spektakulär, das mal zu sehen. Und hier sind übrigens mal ein paar Aufnahmen von einem Tiny House Transport, den wir vor kurzem auch mitgemacht haben. Übrigens an der Stelle eine kleine Info für alle, die Lust haben auf einen gemeinsamen Austausch unter Gleichgesinnten, ob Tiny House Fan oder Minimalist, absolut egal. Vom 14. auf den 15. veranstalten Johannes, also der Bauer dieses Tiny Houses, und ich ein Tiny House Event mitten in der Natur, also ganz genau hier, wo ich jetzt gerade bin, das wir hoffentlich alle so schnell nicht wieder vergessen werden. Es gibt spannende Vorträge zum Tiny House Lifestyle und eine Roomtour durch ein echtes Tiny House, nämlich das hier, was wir uns dann gemeinsam anschauen können.
Wir kochen gemeinsam, tauschen uns aus, verbringen die Zeit auch abends gemeinsam am Lagerfeuer. Am nächsten Morgen, also Sonntag, gibt es dann noch ein gemeinsames Frühstück, wo wir auch noch mal ein bisschen Zeit finden, uns ein wenig hinter den Kulissen auszutauschen, was ja auch mal ganz nett ist. Anreisen könnt ihr ganz entspannt mit eurem Camper, Bus, Van oder auch Zelt. Stellplätze gibt es vor Ort genug. Und wenn ihr doch mal eine Ferienwohnung braucht, helfen wir euch da natürlich auch gerne weiter. Das Anmeldeformular zum Tiny House Event verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Wir freuen uns jetzt schon, euch auch mal persönlich kennenzulernen und sehen uns dann im September. Nächste Frage, wie viel Geld sollte man eigentlich so einkalkulieren für den Bau eines Tiny Houses, was für 4 Personen ausgelegt ist, also klassischer Fall Eltern plus 2 Kids und wie viel Platz bräuchte man eigentlich dafür? Bezüglich der Größe kommt es natürlich sehr stark darauf an, was ihr ungefähr glaubt, welche Größe ihr brauchen könntet. Habt ihr vorher vielleicht schon minimalistisch gelebt in einer Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung? Ist das natürlich eine super Grundvoraussetzung für den Umzug in ein Tiny House. Als wir damals ins Tiny House gezogen sind, haben wir uns auf 28 Quadratmetern ausgebreitet. Zuletzt waren wir dann insgesamt zu 5, also mit 3 Kids. Und auch das war noch in Ordnung. Klar, ein paar Jahre später wäre es vielleicht irgendwann zu eng geworden. Aber wir haben gemerkt, dass das Innen und Außen sehr stark verschmilzt. Und wenn man in einem Tiny House lebt, dann spürt man, dass es einen förmlich auch raustreibt. Also nicht, weil es zu eng ist, sondern weil man auch gerne in der Natur ist, gerne nachhaltiger und natürlicher lebt und auch gerne an der frischen Luft ist. Und es ist wirklich ein schönes Gefühl, dass man einfach merkt, hey, das Tiny House haben wir eigentlich nur gebraucht zum Arbeiten, zum Schlafen, zum Frischmachen, mal zum Kochen. Aber unser eigentliches Leben damals fand schon immer draußen statt. Und es war ja ein Grund, warum unser Tiny House eben nicht 50 oder 80 Quadratmeter groß war. Die Kosten damals lagen für unser Tiny House bei 70.000 Euro inklusive Inneneinrichtung und inklusive Eigenleistung. Man darf jetzt aber nicht vergessen, es liegt jetzt schon über 7 Jahre zurück. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Und heute würde ich einfach realistisch gesehen ungefähr so 70.000 bis 90.000 Euro einkalkulieren für ein Tiny House, was so zwischen, ich sag mal, 20 und 40 Quadratmeter groß ist, je nachdem, welche Einrichtung man möchte, welche Technik, welche Ausstattung. Aber es wäre dann für den Preis zum dauerhaften Wohnen ausgelegt und auch winterfest. An der Stelle ist eine ganz wichtige Frage, vor allem für Familien, die jetzt auch Kinder haben. Und da ist jetzt die Frage nach den Rückzugsmöglichkeiten für die Kids. Zuletzt, ihr wisst es selber, haben wir zu 5 im Tiny House gelebt. Und ja, es war auch mal kuschelig, es war mal laut. Es war aber auch mal schön und wir haben es irgendwie auch geliebt. Es hat zu unserem Leben einfach sehr gut gepasst. Da kann man sich vielleicht auch so ein bisschen selbst die Frage stellen, mag ich es denn grundsätzlich, die Zeit oder das Leben auf kleinem Raum zu verbringen, auch wenn ich mal nicht alleine bin? Unsere Kids sind sehr nähebedürftig, muss man wissen. Sie brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Nähe. Das heißt also, dass sie sich gar nicht zurückziehen wollen. Also sie waren damals 1, 3 und 5 Jahre alt. Und wir haben einfach gemerkt, sie spielen super gerne in der Küche, sind sehr nah bei uns oder sind einfach draußen mit uns unterwegs. Aber das kann sich mit der Zeit natürlich auch ändern, wenn sie größer sind. Und auch dafür gibt es Möglichkeiten. Die einfachste Lösung ist zum Beispiel, dass man sagt, hey, ich plane den Grundriss unseres Tiny Houses so, dass ich da 1 oder 2 Rückzugsmöglichkeiten noch habe für meine Kinder, entweder auf Erdgeschossebene oder im Loftbereich, wo man vielleicht nicht immer stehen kann, aber sich zumindest so ein bisschen zurückziehen kann. Die andere Alternative ist, hängt auch immer vom Grundstück ab, dass man auch irgendwann dann, nicht vielleicht am Anfang, aber dann im Laufe der Zeit, während man im ersten Tiny House lebt, ein zweites Tiny House plant und es dann irgendwie so ein bisschen nicht zusammenstellt, aber miteinander verbindet, mit einer gemeinsamen Terrasse, mit einem Überstand, sodass die Kinder sich dann auch wirklich in ihr eigenes Tiny House zurückziehen können, wo es vielleicht ein Gemeinschaftsbadezimmer gibt, aber jeder sein eigenes Zimmerchen hat. Also alles, wie gesagt, eine Frage der Grundrissplanung. Die nächste Frage ist auch vielleicht so die alles entscheidende Frage, mit der eine Tiny House Idee steht, aber auch fällt. Ich habe kein Eigenkapital, möchte mir aber den Traum vom Tiny House dennoch erfüllen. Welche Möglichkeiten habe ich? An der Stelle haben wir tatsächlich einen echt guten Tipp für euch, weil es uns damals genauso ging. Also wir hatten kein Eigenkapital, also nicht ausreichend und wollten uns trotzdem den Traum vom eigenen Tiny House erfüllen. Wir wollten uns aber nicht Geld bei Freunden oder Familie leihen, weil es eben immer dieses unangenehme Beigeschmäckler hat. Vielleicht kennt ihr das auch, dieses Gefühl, und das wollt ihr vielleicht auch nicht. Deshalb haben wir damals für uns auch eine andere Lösung gefunden, die aber sehr gut funktioniert hat. Wer sich von euch die Idee vom Tiny House aus Barmitteln einfach nicht leisten kann, der kann zum Beispiel auch finanzieren, so wie wir es damals gemacht haben. Es gibt nicht wirklich viele Banken, die das tun, die gleichzeitig auch fair, transparent, sozial-ökologisch agieren und sich auf die Finanzierung von Tiny House spezialisiert haben. Eine davon ist aber zum Beispiel die Ethikbank, die wir euch sehr empfehlen und die eben Menschen wie euch hilft, sich den Traum vom eigenen Tiny House, vom 30 Quadratmeter Palast oder rollenden Zuhause erfüllen wollen.
Wir haben uns damals schon sehr intensiv mit der Auswahl der Bank beschäftigt, denn mit der Entscheidung für ein Tiny House vertritt man ja gewisse Werte. Und diese Werte wollten wir damals schon unterstützen und die Ethikbank vertritt eben die Werte, die wir gut finden. Und seit neuestem haben wir dort auch so ein kleines Kindersparkonto für unsere Kinder angelegt, was sehr cool ist. Außerdem gibt es seit neuestem auch einen Tiny House Rechner auf der Homepage der Ethikbank, mit dem ihr schon mal so ein bisschen hin und her rechnen könnt, welche Rate am Ende rauskommt, welchen Zinssatz ihr habt. Also das ist schon mal ganz cool, um finanziell gesehen so ein bisschen schon in die Praxis eintauchen zu können. Großer Vorteil für euch, euer Traum vom Tiny House muss kein Traum mehr bleiben. Und was auch sehr cool ist, ich weiß nicht, ob das jetzt andere Banken machen, aber die Ethikbank bietet zum Beispiel vergünstigte Konditionen an, wenn ein Tiny House zum Beispiel nachhaltig konstruiert ist, also zum Beispiel aus Holz, so wie unseres damals. Und falls ihr an der Stelle auch schon ein passendes Grundstück für euer Tiny House gefunden habt, Glückwunsch an der Stelle, ist ein absoluter Jackpot, dann könnt ihr theoretisch, auch wenn ihr das möchtet, das Grundstück mit dem Tiny House finanzieren. Nur mal so als kleine Idee. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin kein wirklich großer Fan von Finanzierung. Beim Thema Wohnen und bei größeren Anschaffungen machen wir allerdings eine Ausnahme. Und wenn die Bank auch noch die Werte vertritt, hinter denen man wirklich zu 100% steht, ist es natürlich eine coole Sache. Und hey, wir haben uns den Traum vom Tiny House erfüllen können. Für 700 Euro im Monat. Beide Tiny House Rechner verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung, schaut da super gerne rein. Es gibt nämlich zwei, einer geht bis 50.000 Euro und der zweite dann ab 50.000 Euro mit einer Laufzeit von maximal 7 Jahren. Wenn man jetzt an die eigene Mietfreiheit denkt, ein ganz attraktiver Zeithorizont, oder? Nächste Frage, die übrigens am häufigsten gestellte Frage von euch: Wie finde ich eigentlich den geeigneten Stellplatz für mein Tiny House? Tipp Nummer 1, fragt man bei Dauercampingplätzen und Freizeitgrundstücken nach. Dort gelten häufig für Tiny Houses besondere Regeln, wodurch ihr ein Tiny House auch gut und gerne mal ohne Baugenehmigung dort legal aufstellen könnt. Tipp Nummer 2, ruft auch mal bei Maklern an und lasst euch ein Grundstücksgesuch erstellen. Sie suchen dann für euch Grundstücke, die vielleicht für den Bau von Einfamilienhäusern eher ungeeignet sind, aber für euer Tiny House vielleicht genau das Richtige. Tipp Nummer 3, checkt doch mal Kleinanzeigen. Dort werden häufig Grundstücke angeboten zum Verkauf oder zur Miete, also zur Pacht, die vom Eigentümer selbst nicht bebaut werden wollen. Grundsätzlich aber mal der Tipp, recherchiert, seid aktiv, seid aufmerksam und seid auf möglichst vielen Hochzeiten unterwegs, denn je mehr ihr tut, desto größer ist natürlich am Ende die Wahrscheinlichkeit, auch fündig zu werden. Der Punkt Baugenehmigung ist übrigens auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade hier in Deutschland, über den wir auch mit euch in unseren gemeinsamen Calls sprechen. Bei diesen Calls nehmen wir uns übrigens ganz bewusst auch Zeit für euer Tiny House Projekt mit dem Ziel, gemeinsam auch eine Art Fahrplan für euch zu entwickeln, von der Planung, Finanzierung über die Bauphase. Schreibt uns also super gerne eine Mail, wenn ihr das Gefühl habt, dass so ein Austausch euch weiterbringen würde bei der Idee von einem eigenen Tiny House. Ob digital oder persönlich, geht auf jeden Fall beides. Alle Infos dazu packe ich euch aber nochmal in die Videobeschreibung und das Video schaut da gerne mal rein. Nächste und sehr wichtige Frage, können Tiny Houses auch bewohnt werden von Menschen mit Handicap? Natürlich können Tiny Häuser auch komplett barrierefrei konstruiert werden. Also breitere Türen oder Durchgänge, keine Türschwellen und auch ein vorgelagerter Terrassenbereich, damit man es sich auch draußen mal schön machen kann. Wenn ihr jetzt Interesse an einem barrierefreien Tiny House habt oder allgemein Fragen in die Richtung, schickt uns gerne eine Mail. Wir helfen, wo es geht und wir sind immer so der Meinung, dass ein Tiny House einfach für jeden ein lebhafter Ort sein darf. So ihr Lieben, ich schreibe erstmal weiter am Tiny House Ratgeber, hoffe, dass für euch ein paar passende Antworten dabei waren. Vielen Dank auch für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt zum heutigen Thema, aber auch darüber hinaus, teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren, denn nur dann können wir auch wirklich darauf eingehen. Teilt das Video auch sehr gerne kräftig mit den Menschen, wo ihr sagt, dass der Tiny House Lifestyle dort ganz gut reinpasst. Und wenn ihr neu seid, würden wir uns auch sehr über ein Abo freuen, denn alle 2 Wochen kommt hier ein neues Video online. Ansonsten sehen wir uns auf unserem Instagram-Account noch etwas regelmäßiger. Bleibt mir nur noch zu sagen, euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Ciao.